Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich der Abgeordnete Matthias Wagner zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zu Beginn der Debatte den erkrankten Mitarbeitern des Ministerpräsidenten beste Genesungswünsche übermitteln und hoffe sehr, dass der Ministerpräsident sich nicht angesteckt hat. Ich finde, das muss am Anfang einer solchen Debatte stehen. Ich bin sehr überrascht über einige Redebeiträge in dieser Debatte, weil ich bekomme sie nicht in Einklang mit dem, worüber die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am Mittwoch beraten und, wie ich finde, auch sehr verantwortlich entschieden haben. Denn diese Regierungschefinnen und Regierungschefs werden doch von den Parteien, die hier, von den demokratischen Parteien, die hier im Landtag sind, entweder selbst gestellt oder ihre Regierungen werden von Parteien, die hier im Parlament sind, getragen. Ich verstehe also nicht manchen Redebeitrag heute hier im Plenum, wenn doch SPD zahlreiche Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen, die CDU zahlreiche Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten stellen, die Grünen einen Ministerpräsidenten stellen und auch DIE LINKE einen Ministerpräsidenten stellen, dann verstehe ich nicht die Vehemenz, mit der hier vorgetragen wird, dass das, was die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschlossen hat, angeblich doch alles so falsch und so unverantwortlich sein soll. Ich verstehe die Vehemenz dieser Debatte. Ich verstehe es nicht. Und vielleicht sollte uns die Tatsache, dass die demokratischen Parteien in diesem Haus alle am Zustandekommen dieser Entscheidungen beteiligt waren, vielleicht sollte uns das doch zu der Erkenntnis führen, dass manche einfache Parole, die hier vorgetragen hat, eben nicht so einfach ist. Und vielleicht sollte es uns alle dazu führen, zu sagen, dass dort sehr verantwortlich entschieden wurde und dass man sich sehr genau mit der Krise beschäftigt hat und welche Konsequenzen die Krise jetzt erforderlich macht. In welcher Situation sind wir, meine Damen und Herren? Wir sind sicher nicht in einer Situation, wo wir uns, wie das hier in einigen Redebeiträgen geschehen ist, mit Polemik, mit Schuldvorwürfen oder mit parteipolitischem Streit beschäftigen sollten. Wir sind in einer Situation, wo wir in Deutschland, wo wir in Hessen, wo wir in Europa, wo wir auf der ganzen Welt in der Gefahr stehen, dass sich dieser Virus wieder unkontrolliert ausbreitet. Und was bedeutet unkontrollierte Ausbreitung? Es bedeutet, dass unser Gesundheitssystem dieser Ausbreitung nicht mehr gewachsen wäre. Und auch das klingt ja vielleicht unheimlich abstrakt. Das heißt aber sehr konkret, wenn unser Gesundheitssystem einer unkontrollierten Ausbreitung nicht gewachsen ist, dass wir dann erheblich mehr schwere Verläufe der Erkrankung haben, dass wir erheblich mehr Tote haben, als es sein müsste. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist doch der Ansatzpunkt dieser Debatte und der zentrale Gegenstand dieser Debatte, wie wir das vermeiden können. Darum geht es doch in dieser Debatte. Und wenn der Kollege Rock dann sagt, es sei richtig, dass die Belegungszahlen auf den Intensivstationen angestiegen seien, aber man müsse das ins Verhältnis setzen mit den auch deutlich gestiegenen Kapazitäten. Dann stelle ich mal als Erstes fest, diese deutlich gestiegenen Kapazitäten sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sind Ergebnis von verantwortlichen politischen Entscheidungen und von dem Engagement im Gesundheitswesen. Applaus
Aber Herr Kollege Rock, was wollen Sie damit eigentlich sagen, dass noch Kapazitäten frei sind? Was soll eigentlich die Aussage Ihres Vortrages sein? Wollen Sie warten, bis diese Kapazitäten erschöpft oder gar überschritten sind? Was ist denn die Aussage dieses Vortrages, den Sie hier zum Besten gegeben haben? Gerade aus dem Anstieg der Belegungszahlen und aus der Begrenztheit der Belegungszahlen folgt doch gerade, Herr Kollege Rock, dass wir jetzt handeln müssen und dass wir es eben nicht darauf ankommen lassen dürfen, dass die Kapazitäten erschöpft oder geradezu oder sogar überschritten sind. Und Herr Kollege Rock, Fragen stellen kann ich auch viele. Polemisch daherreden kann ich auch. Das sprechen Sie mir sogar gar nicht ab. Sinnfreie Behauptungen, falsche Behauptungen in den Raum stellen, das kann ich auch. Aber in Ihrer Rede hat es an allem gefehlt, was Sie jetzt eigentlich tun würden. Was Sie jetzt eigentlich tun würden. Die Menschen in unserem Land machen sich Sorgen um ihre Gesundheit. Sie machen sich Sorgen um ihre sozialen Kontakte. Sie machen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Und was war das Wesentliche der Rede des Kollegen Rock? Er arbeitet sich an dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Tarek Al-Wazir ab. Das mag Ihre Antwort auf die Krise sein. Unsere ist es nicht, Herr Kollege Rock. Und Sie sollten sich vielleicht in einem ruhigen Moment an diesem Samstagnachmittag fragen, Herr Kollege Rock, wie eigentlich diese Rede, die Sie hier gehalten hat, auf Ihre Kollegen wirkt, die in Nordrhein-Westfalen, die in Schleswig-Holstein und die in Rheinland-Pfalz politische Verantwortung tragen. Weil Ihre Rede war doch, wenn ich Sie mal kurz zusammenfassen darf, die sind alle doof, nur der René Rock nicht. Die sind alle doof, nur der René Rock nicht. Und ich sage ausdrücklich, ich habe viel politischen Debattenbedarf mit den Mitgliedern der FDP in anderen Landesregierungen. Ich sehe da manches anders, wir haben andere Grundüberzeugungen. Aber, Herr Kollege Rock, ich würde den Mitgliedern der FDP in anderen Landesregierungen niemals absprechen, dass sie verantwortlich handeln, dass sie das Beste tun, um dieser Krise gerecht zu werden. Sie sollten es auch nicht tun, Herr Kollege Rock. Sie sollten es weder Ihren eigenen Regierungsmitgliedern absprechen, noch sollten Sie es den Mitgliedern dieser Landesregierung absprechen, Herr Kollege Rock. Wir stehen vor der Herausforderung, dass drei von vier Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht mehr nachvollzogen werden können. Wir wissen nicht, wo die Ansteckung erfolgt. Und weil wir das nicht wissen, ist die bisher verfolgte Politik, begrenzte Eingriffe zu machen, an ihr Ende geraten. Wenn wir nicht wissen, wo die Infektionen stattfinden, dann müssen wir, wenn wir verantwortlich handeln, die Kontakte insgesamt beschränken. Und genau das geschieht im Moment. Kontakte reduzieren, Maske tragen, Abstand halten. Das ist das, worauf sich die Regierungschefinnen und Chefs von Bund und Ländern verständigt haben. Und ich finde, das ist genau richtig, meine Damen und Herren. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen befremdet, warum man diesen 17 Regierungschefinnen und Chefs von Bund und Ländern teilweise hier in dieser Debatte verantwortliches Handeln abspricht.
Ich verstehe offen gesagt nicht, was daran kritikwürdig ist, dass die Regierungschefin und Chef sich am Mittwoch zusammengesetzt haben in unserem föderal organisierten Land und darüber beraten haben, wie wir gemeinsam in unserer föderalen Ordnung das Virus bekämpfen. Das ist doch nicht kritikwürdig. Das ist doch ausdrücklich verantwortliches Handeln, dass wir gemeinsam dieses Virus bekämpfen, meine Damen und Herren. Wer hätte das denn sonst tun sollen? Also reden wir doch mal über Alternativen. Wer hätte das denn sonst tun sollen? Sich in einem föderal organisierten Land und zu Recht föderal organisierten Land, wer hätte denn sonst Vorschläge erarbeiten sollen? Und deshalb sollten wir diese Arbeit hier nicht schlecht reden und sollten schon gar nicht Sie wollen eine Enquete-Kommission, Sie wollen ernsthaft eine Enquete-Kommission, um auf eine akute Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung reagieren. Das glaube ich jetzt nun wirklich nicht. Das glaube ich jetzt nun wirklich nicht. Die Regierungschefs und Regierungschefin haben verantwortlich gehandelt. Aber natürlich ist es auch richtig, in den Parlamenten darüber zu reden. Nur, meine Damen und Herren, debattieren ist Silber, Verantwortung übernehmen ist Gold. Und ich will Ihnen ausführen, was ich damit meine. Ja, wir sprechen hier im Landtag über diese Maßnahmen. Aber dann muss am Ende dieser Debatte aus meiner Sicht und aus meinem Verständnis als Parlamentarier auch stehen, wie würden wir es denn machen? Wie würden wir es denn machen? Und, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das sage ich aus Überzeugung als Parlamentarier, wir sollten uns nicht selbst das Zeugnis ausstellen, wir hätten in den vergangenen Monaten in diesem Landtag nicht über die Pandemie geredet und nicht verantwortlich darüber entschieden. Das haben wir getan. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns nicht selbst ein solches Zeugnis ausstellen. Wir haben in diesem Landtag 30 Stunden über dieses Thema debattiert. Wir haben zahlreiche Anträge, wir haben Gesetzentwürfe beraten. Bitte, lassen Sie uns nicht sagen, wir hätten uns mit diesem Thema nicht beschäftigt. Und wenn ich sage, wenn wir hier im Landtag beraten, dann sollten wir auch entscheiden, dann meine ich damit, dass es ausdrücklich nicht reicht, wie einige der Vorredner, nur zu sagen, was man nicht will. Es reicht dann nicht zu sagen, dass man an dem einen oder an dem anderen Punkt die Abwägung, die die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin getroffen haben, falsch findet. Wenn man beraten und entscheiden will, dann muss man auch konsistent sagen, wie man es selbst machen würde. Wie man es selbst machen würde. Und ich stelle fest, ein solcher Vorschlag liegt von FDP und von Linken nicht vor. Die SPD, der liegt nicht vor. Der liegt nicht vor. Sie haben Anträge gestellt, wo Sie gesagt haben, dieses und jenes nein, dieses und jenes wissen wir besser, dieses und jenes muss bedacht werden, dieses und jenes soll getan werden. Aber Sie haben eben nicht den konsistenten Vorschlag gemacht, wie die schwierigen Abwägungen in dieser Krise anders getroffen werden könnten. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weise nur einmal darauf hin, die Sondersitzung des Landtages hat die Landesregierung beantragt. Also auch bitte hier keinen Popanz und keinen Streit aufbauen. Nein, es gibt keinen Antrag. Also, es tut mir leid, Sie haben das gefordert.
Die Forderung finde ich auch ausdrücklich gut und richtig, aber es gibt bis heute keinen Antrag der Opposition auf die Einberufung einer Sondersitzung des Hessischen Landtages. Die gibt es einfach nicht. Die gibt es einfach nicht. Nee, es ist einfach die Realität, Herr Kollege Rock. Ich weiß, das ist schwierig. Herr Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Faktenbefreiten Reden, Herr Kollege Rock. Bei Ihren faktenbefreiten Reden ist es schwer, wenn jemand darauf hinweist, dass schlicht kein Antrag vorliegt. Und, meine Damen und Herren, es liegt bis heute kein Antrag in diesem Landtag vor, der ja nach. Es liegt kein Antrag vor. Es liegt kein Antrag vor, und das könnte der Landtag ja machen nach Artikel 80 unseres Grundgesetzes, dass er mit einem Gesetz andere Verordnungen ergreift, als es die Landesregierung getan hat. Dieser Landtag könnte das machen. Ich stelle schlicht und ergreifend fest, auch die Parteien, die hier mit großem Tremolo vorgetragen haben, dass alle anderen doof sind, dass sie alles besser wissen, haben keinen einzigen Antrag gestellt, wie die Verordnungen in unserem Land anders gemacht werden können. Keinen einzigen Antrag. Keinen einzigen Antrag. Und ich will noch etwas sagen. Parlamentarische Beratung und parlamentarische Entscheidung, ja. Das sage ich aus tiefster Überzeugung, auch als Parlamentarier. Doch auch hier und immer. Nur wir sollten uns vor einem hüten. Und auch das ist in dieser Debatte teilweise angeklungen. Wir sollten uns dafür hüten, den Eindruck zu erwecken, als seien die bisherigen Entscheidungen in der Pandemie, die die Bundesregierung und die Landesregierungen getroffen haben, nicht demokratisch legitimiert oder nicht rechtsstaatlich legitimiert. Bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sollten wir bei aller Notwendigkeit der parlamentarischen Debatte nicht tun. Alle Entscheidungen, die getroffen wurden, basieren auf von Parlamenten getroffenen Gesetzen. Und wenn jemand der Meinung ist, dass die Gesetze überschritten wurden, dann bitte gehen Sie vor Gerichten, klagen Sie dagegen. Aber bitte, bitte, und ich meine das sehr ernst, ich meine das sehr ernst, bitte lassen Sie uns nicht die Frage, ob rechtmäßig gehandelt wird oder nicht, zum Gegenstand von parteitaktischen Überlegungen machen. Lassen Sie uns das bitte nicht tun. Ich bitte auf Seiten der Regierungsbank, sich etwas zurückzuhalten mit Zwischenrufen etc. Herr Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Welches Zeugnis stellen Sie eigentlich den Landesregierungen, an denen Sie selbst beteiligt sind, durch eine solche Argumentation aus? Behaupten Sie tatsächlich, dass Landesregierungen, an denen Sie beteiligt sind, unrechtmäßig handeln? Ich glaube, das wollen Sie nicht unterstellen, und deshalb mäßigen Sie sich in Ihrer Argumentation an dieser Stelle. Wir hatten das schon einmal bei der letzten großen Herausforderung und Krise unseres Landes, wo angefangen wurde, darüber zu reden, dass Regierungen nicht rechtmäßig handeln. Es hat sich sogar jemand dazu verstiegen, von der Herrschaft des Unrechts zu reden. Lassen Sie uns das in dieser Krise nicht machen. Eine solche Argumentation, solche Argumente, die nutzen nur einen, den Feinden unserer Demokratie. Und daran haben wir alle kein Interesse, meine Damen und Herren. Selbstverständlich können Regierungen, Parlamente, alle Menschen irren. Und deshalb ist es richtig, über den richtigen Weg zu diskutieren, ihn zu hinterfragen, andere
Wege aufzuzeigen, zur Debatte zu stellen. Und gerade bei einer Krise wie Corona, die wir alle so nicht kannten, wird es auch immer wieder vorkommen, dass es neue Erkenntnisse gibt. Es wird immer auch vorkommen, dass man sich korrigieren muss. Ja, und natürlich wird es auch vorkommen, dass Fehler gemacht werden. Nur bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns das nicht dazu nutzen, anderen abzusprechen, dass sie aktuell nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Ich habe vorhin gesagt, die Vorschläge, die Anträge von Linken und FDP beschreiben heute nur, was sie alles falsch finden, was nicht richtig ist, was andere machen sollten. Sie sollten sich vielleicht mal fragen, wenn das alles so einfach ist, warum dort, wo Sie selbst an den Landesregierungen beteiligt sind, nichts, aber auch gar nichts von dem verwirklicht wird, was in den Anträgen steht, die Sie hier in den Hessischen Landtag einbringen. Und ich will ausdrücklich die SPD-Fraktion ausnehmen, weil der Antrag, den die SPD hier eingebracht hat, sagt im Wesentlichen, dass sie einverstanden ist mit den Maßnahmen, die Bund und Länder jetzt auf den Weg gebracht haben. Das ist ausdrücklich ein in sich konsistenter Vorschlag. Das würde ich aber dann auch von den anderen erwarten. Und ich finde das auch ausdrücklich gut, dass die SPD sich hier zu der gemeinsamen Verantwortung zur Bewältigung der Krise bekennt. Finde ich ausdrücklich gut. Ich hätte mir dann gewünscht, liebe Kollegin Faeser, wenn man in den Grundsätzen übereinstimmt, Frau Kollegin Faeser, dass man dann nicht bei den Details und bei der B-Note versucht, den Eindruck zu erwecken, als sei das nicht so. Das hätte ich mir dann gewünscht. Meine Damen und Herren, aus meiner Sicht, und Sie werden das an meinen Ausführungen gemerkt haben, brauchen wir einen Lockdown sehr dringlich. Und das ist der Lockdown der Parteipolitik. Doch, den Lockdown der Parteipolitik. Nein. Gerade in der Krise brauchen wir nicht Parteien, die heute so und morgen so reden. Wir brauchen keine Parteien, die als Teil der Landesregierung in Rheinland-Pfalz die Maßnahmen richtig finden und dann hier im Hessischen Landtag die gleichen Maßnahmen bei der Hessischen Landesregierung falsch finden. Und, Herr Kollege Rock, wir brauchen auch keinen Bundesvorsitzenden der FDP, der innerhalb weniger Tage zu dieser Krise erst erklärt, man dürfe die Lage nicht dramatisieren, dann erklärt, es müsse alles zur Eindämmung des Virus getan werden, und dann erklärt, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Herr Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Wir brauchen keine Bundesparteivorsitzenden der FDP, die erst sagen, man darf die Lage nicht dramatisieren, dann sagen, man müsse alles zur Eindämmung des Virus tun, und anschließend erklären, die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus seien übertrieben. Das wird der Krise mit Sicherheit nicht gerecht. Sie müssen doch schlicht und ergreifend erklären, liebe Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN und von der FDP, warum in Thüringen richtig ist, was Sie hier in Hessen kritisieren.
Sie müssen doch ein. Ja, Frau Kollegin Wissler, der Kollege Ramelow hat eine Protokollnotiz gemacht, die sich ausdrücklich auf die parlamentarische Beteiligung bezieht. Ja, ausdrücklich. Der sich aber nicht auf den Gegenstand der Maßnahmen bezieht. Und deshalb frage ich Sie, warum ist es in Thüringen, wenn es der thüringische Ministerpräsident vereinbart, große Regierungskunst? Und hier in Hessen ist es Anlass zu maßloser Kritik. Diese Frage müssen Sie doch einfach mal beantworten. Und das Gleiche gilt für die FDP. In Schleswig-Holstein machen Sie das so, in Nordrhein-Westfalen machen Sie das so, in Rheinland-Pfalz machen Sie das so, um dann hier im Landtag, wenn die Hessische Landesregierung exakt das macht, worauf sich alle Länder mit der Bundesregierung verständigt haben, dann halten Sie, Herr Kollege Rock, hier so eine Rede, dass alles falsch sei. Ich frage mich eigentlich, Herr Kollege Rock, rufen Sie heute Abend eigentlich die Kollegen Pinkwart, Stamp und Wissing an und halten Ihnen eigentlich auch mal die gleiche Rede, wie Sie sie hier im Landtag gehalten haben? Es ist doch wirklich absurd, Herr Kollege Rock. Wenn Sie es ganz einfach hören wollen, die größten Kritiker der Elche sind in anderen Bundesländern selber welche, Herr Kollege Rock. Das kann ich zu Ihrem Verhalten nur sagen. Meine Damen und Herren, in der Krise kommt es darauf an, Augenmaß zu behalten, besonnen zu handeln. Und es kommt auch darauf an, die Dinge einzuordnen. Die Einschnitte, die wir jetzt ab Montag vornehmen, sind schwerwiegend. Sie muten vielen Menschen, vielen Branchen vieles zu. Das wird kein leichter Weg. Und deshalb ist es ausdrücklich richtig, dass wir die betroffenen Menschen, die betroffenen Soloselbstständigen, die betroffenen Betriebe und Branchen mit dieser Krise und mit der Bewältigung der Krise nicht allein lassen. Und deshalb ist es richtig, dass die Bundesregierung für diese Gruppen Unterstützungsprogramme und Förderprogramme angekündigt hat. Meine Damen und Herren, wenn wir uns andere europäische Staaten anschauen und wie weitreichend dort die Maßnahmen sind, dann haben wir hier in Deutschland zwar schwierige Entscheidungen getroffen, aber bei weitem nicht so gravierende Einschnitte vorgenommen, wie sie in anderen Staaten notwendig sind. Wir reden in anderen Staaten über Ausgangsbeschränkungen, wo Menschen nur noch im Ausnahmefall, wenn überhaupt, ihre Wohnungen verlassen können. Wir reden in anderen Staaten davon, dass Kitas und Schulen zu sind. Wir reden von viel weitreichenderen Eingriffen in die Wirtschaft. Und deshalb sage ich, meine Damen und Herren, so schwerwiegend diese Eingriffe sind, sie sind verhältnismäßig und angemessen. Warum sind sie verhältnismäßig und angemessen? Weil sie ihren Beitrag leisten, die unkontrollierte Ausbreitung des Viruses einzudämmen und weil sie hoffentlich, und ich betone ausdrücklich hoffentlich, dazu beitragen, dass uns weitreichendere Eingriffe, wie sie in anderen Staaten schon Realität sind, erspart bleiben. Das ist die Logik des Handelns, wie wir sie hier in Deutschland machen. Wir wollen mit diesen Maßnahmen vermeiden, dass wir noch weiter in Freiheitsrechte, in das Wirtschaftsleben, in das gesellschaftliche Leben und in das kulturelle Leben eingreifen. Und deshalb halte ich diese Maßnahmen, so schwierig sie sind, für verantwortlich, meine Damen und Herren. Und sie folgen auch einer klaren Logik. Sie folgen einer klaren Logik. Wir schränken die privaten und die Freizeitkontakte sehr drastisch ein, um damit unsere Kitas, unsere Schulen und weite Teile der Wirtschaft offen zu halten. Das ist die Logik hinter diesen Entscheidungen. Und auch das halte ich für eine sehr verantwortliche Entscheidung, das so abzuwägen, zu sagen, wir müssen uns 4 Wochen, ich hoffe, es bleibt bei diesen 4 Wochen,
im persönlichen Bereich, im privaten Bereich, in der Freizeitgestaltung einschränken, damit wir die anderen Bereiche aufrechterhalten können. Auch hier sehe ich nicht, was der bessere Vorschlag wäre, um das Virus zu bekämpfen, was der Eingriff wäre, der weniger stark bei gleichem Ergebnis wäre. Und das sind die schwierigen Abwägungen, um die wir ringen. Und ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung zu sagen, wir halten nach Möglichkeit die Kitas offen, wir halten nach Möglichkeit die Schulen offen und wir halten nach Möglichkeit weite Teile der Wirtschaft offen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wenn uns das gelingt, dann würden wir uns von vielen anderen europäischen Staaten unterscheiden, die zu weit drastischeren Maßnahmen greifen mussten. Ein letzter Punkt. Gerade in der Krise ist Zusammenhalt statt Spaltung das Gebot der Stunde. Lassen Sie uns bei den notwendigen Debatten gerade in der Krise das Gemeinsame und nicht das Trennende betonen. Lassen Sie uns nicht Unterschiede zu Details. Lassen Sie uns nicht Unterschiede zu Details zu Grundsatzfragen erklären. Lassen Sie uns vor allem nicht die eine oder andere Maßnahme zum Anlass nehmen, um anderen die Redlichkeit ihres Handelns abzusprechen. Dann ist die Debatte. Ich meine das schon sehr ernst. Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich höre mir sehr gut zu. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ich sage das, was ich hier sage, genau an Sie gerichtet. Ist doch auch schön, dass Sie Beachtung finden. Ja? Ich sage das ausdrücklich an Sie, weil ich für Ihre Positionierung kein Verständnis habe. Dass Sie das Trennende in dieser Krise betonen, obwohl Ihre eigenen Mitglieder in Landesregierungen das Gemeinsame betonen. Deshalb sage ich es ausdrücklich an Sie. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Sie die schwierigen Abwägungen, die in dieser Krise getroffen werden müssen, zu Grundsatzfragen erklären und zum Problem einer Landesregierung, statt über die gemeinsame Verantwortung von uns allen zu reden. Und ich habe kein Verständnis dafür, wenn der Kollege Rock hier in seiner Rede den Anschein erweckt, als seien irgendwelche Entscheidungen in dieser Krise nicht nach bestem Wissen und Gewissen getroffen worden. Genau deshalb habe ich das ans Ende meiner Rede gestellt, weil ich das einen unangemessenen Umgang mit dieser Krise finde. Und jetzt davon deutlich abgesetzt, und weil der Herr Kollege Lambrou dazwischen ruft, deutlich abgesetzt zu meiner Kritik an der FDP, wir sollten vor allem allen eine Absage erteilen, die durch Falschinformationen, Lügen und Verschwörungsideologien versuchen, in der Krise unsere Gesellschaft zu spalten. Nee, ich habe Sie nur direkt angesprochen, Herr Kollege Lambrou. Es hat ja offenkundig geklappt. Es hat ja offenkundig geklappt, dass Sie sich angesprochen gefühlt haben. Nicht die Politik, wer immer das ist schuld an der Situation, in der wir sind, sondern ein weltweit grassierender Virus. Niemand hat sich das ausgedacht. Auch nicht, um Friedrich Merz als Kanzlerkandidat zu verhindern. Niemand hat sich das ausgedacht. Dieser Virus ist Realität, meine Damen und Herren. Und alle, die den Eindruck erwecken, hier seien böse Mächte am Werk, ich frage Sie einfach mal,
was soll eigentlich die Regierungen auf der gesamten Welt, was soll eigentlich die Regierung auf der gesamten Welt dazu veranlassen, solch drastische Maßnahmen zu ergreifen, wenn nicht einzig und allein der Schutz der Bevölkerung, der Erhalt der Gesundheit und die Vermeidung von schweren Krankheitsverläufen oder sogar von Toten, meine Damen und Herren. Was soll denn eigentlich die Motivation sein, meine Damen und Herren? Und deshalb, wir können dieses Virus bekämpfen, wenn wir wie im Frühjahr zusammenstehen, Rücksicht aufeinander nehmen und uns gegenseitig helfen, meine Damen und Herren. Das ist das Gebot der Stunde, Zusammenhalt und nicht Spaltung der Gesellschaft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächster hat sich der fraktionslose Herr Kahnt zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Unstrittig ist eines, solange es keine wirksamen medizinischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie gibt, müssen Politik und Gesellschaft versuchen, die weitere Ausbreitung des Coronavirus nach besten Kräften zu verlangsamen, idealerweise vereint. Es spielt dabei übrigens gar keine Rolle, wer in Berlin oder in Wiesbaden in Regierungsverantwortung steht. Ausschlaggebend für unser Handeln muss unsere gemeinsame Verantwortung für die Gesundheit unserer Gesellschaft insgesamt sein. Ja, Vorsicht, das könnte in die Akte kommen. Ja. Ja. Vorsicht. Ja, also. Ja, meine Damen und Herren, dabei muss es um Verhältnismäßigkeit und Wahl von Mitteln gehen, wie der Pandemie heute und zukünftig beizukommen ist, und nicht zuletzt auch darum, wie wir uns selbst als Vorbilder verhalten, um die Akzeptanz erforderlicher und nach Möglichkeit nicht übertriebener Maßnahmen in unserer Bevölkerung zu sichern. Verschiedene Maßnahmen, die im Frühjahr getroffen wurden und auch über den Sommer hinweg bis heute Bestand haben, wurden und werden in der Öffentlichkeit überwiegend akzeptiert. Abstand halten, Hygiene beachten und Mundschutz und Nasenschutz tragen, so unangenehm diese Regeln für den Einzelnen auch sein mögen, sie sind nicht unzumutbar. Trotz vieler wenig erfreulicher Folgen darf man annehmen, die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in den Monaten des Lockdowns wurden von den meisten Menschen als notwendig akzeptiert. Ihnen gilt unser Respekt und unser Dank. Diese Akzeptanz, meine Damen und Herren, gilt es auch jetzt im Hinblick auf die exponentiell ansteigenden Fallzahlen zu erhalten. Das setzt voraus, dass die Bevölkerung, die nun mit den am 28. Oktober in der Bund-Länder-Konferenz beschlossenen Maßnahmen gezwungen ist zu leben, diese auch zu verstehen und nachvollziehen zu können. Gastronomiebetriebe, Hotels, Kulturstätten wie Theater und Opern müssen nun für 4 Wochen geschlossen bleiben, obwohl sie in den vergangenen Monaten mit viel Investitionsbereitschaft zuverlässige Hygienekonzepte aufweisen. Diesen Betrieben und ihren Mitarbeitern drohen nun wiederholt existenzielle Einnahmeverluste. Obwohl das RKI bei Ihnen nur untergeordnete Infektionsorte sieht. Hotels und Pensionen ist die Aufnahme von Touristen untersagt, was dem von Gerichten ausgesetzten Beherbergungsverbot nahezu gleichkommt.
Und im Sport wird es weiterhin Geisterspiele geben. Schlimmer noch, unzählig vielen begeisterten Hobbysportlern werden selbst kontaktlose Breitensportarten wieder untersagt. Hier fehlen, meine Damen und Herren, Erklärungen. Ist das gerade in dem letzten Fall wirklich vonnöten? Zu begrüßen ist hingegen insgesamt als schwacher Trost, dass Schulen und Kitas offen gehalten werden. Vernünftigerweise besteht Übereinkunft, dass ein Präsenzunterricht nicht ersetzt werden kann, trotz der Erfahrung durchaus ansehnlicher häuslicher Beschulungen, wozu übrigens auch die Angebote durchaus chancenreicher digitaler Lehr- und Lernformen zählen. Dennoch ist zu bemängeln, längst nicht alle Schülerinnen und Schüler wurden mit Ersatzunterricht glücklich bzw. erreicht. Es bleibt daher nur Ersatz, in der Not mehr nicht. Immerhin gut ist, es bleibt den Ländern überlassen, Entscheidungen über erforderliche Schutzmaßnahmen in Abhängigkeit zu Entwicklungen der Pandemie zu treffen. Ohne Frage, wir leben in schwierigen Zeiten, weil es um erhebliche materielle und soziale Einbußen geht. Deshalb müssen politische Entscheidungen, die Millionen von Menschen in ihren Freiheitsrechten und in ihren Lebensgewohnheiten erheblich beeinträchtigen, durch Sachlichkeit, Verantwortungsgefühl und Augenmaß gekennzeichnet bleiben. Es sind notwendige Gebote, noch mal in die Vorsicht. Es sind, also das ist jetzt wirklich bedenklich, mein Lieber. Es sind notwendige Gebote, weil die Eindämmung der Pandemie nur mit und nicht gegen die Menschen gelingt, die mit diesen erneut getroffenen Entscheidungen leben sollen. Die Einberufung einer Sondersitzung dieses Parlaments und die Entgegennahme der Regierungserklärung ist gut und richtig. Dennoch mindestens ebenso gut wäre gewesen, wenn unser Parlament hier in diesem Hohen Haus zu Beratungen und Abstimmungen über ein gemeinsames Pandemievorgehen zusammengekommen wäre, und zwar bevor die tief einschneidenden Beschlüsse in der Bund-Länder-Konferenz gefasst wurden. Herr Kahnt, kommen Sie bitte zum Schluss. Zu guter Letzt erlaube ich mir den Hinweis, nur Parlamente sind legitimiert, Grundrechte einzuschränken. Sie im Nachgang über getroffene Beschlüsse nur zu informieren, schmälert Parlamente in ihren ureigenen vornehmsten Beteiligungsrechten. Vielen Dank. Walter, Vorsicht. Meine Damen und Herren, damit ist diese Regierungserklärung abgehalten. Und wir kommen zu den einzelnen Anträgen. Bitte die parlamentarischen Geschäftsführer jetzt um Aufmerksamkeit. Ich habe es, denke ich, richtig verstanden, dass der Dringliche Antrag Drucksache 20-3971 federführend in dem SIA mitberatend KPA, WVA, HHH und jetzt auch dem RTA beraten werden soll. Dann stimmen wir jetzt darauf ab, überweisen wir diesen Dringlichen Antrag nun in die entsprechenden Ausschüsse. Ich rufe auf den Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-3972. Soll über den abgestimmt werden? Der soll auch in die entsprechenden Fachausschüsse überwiesen werden. Dann verfahren wir so. Ich habe wie eben aufgerufen, federführend SIA, mitberaten KPA, WVA, HH und der RTA. Dann kommen wir zu dem Top 4 Dringlichen Antrag der Fraktion Die Linke, Drucksache 20-3973. Der soll abgestimmt werden. Dann bitte ich Sie jetzt um Ihr entsprechendes Handzeichen, wenn Sie für diesen Antrag sind. Das ist die Fraktion Die Linke. Wer ist dagegen? Da sehe ich das restliche Haus mit den Stimmen der AfD, der CDU, Bündnis 90 Die Grünen und der SPD und der FDP. Und wir kommen zum Top 5, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 20-3974. Der soll auch abgestimmt werden. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die AfD. Wer ist dagegen? Das restliche Haus mit den Stimmen von FDP, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und den Linken.
Und ich komme zu Top 6, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20-3975. Wer für die... Ja? Ja? Ja, Frau Präsidentin, den Antrag bitten wir auch in die Ausschüsse, wie vorhin bei den Anträgen der FDP und der Linken, zu überweisen. Dann überweisen wir den auch federführend in den, ich wiederhole es noch mal, dass es alle wissen, SIA federführend, mitberatend, KPA, WVA und HHH und den RTA. Den überweisen wir so, wenn es da keine Widerrede gibt. Und wir kommen jetzt zu dem Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-3976. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Die AfD. Wer enthält sich? Das ist die FDP, die SPD und die Linken. Und damit ist dieser Antrag auch angenommen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen, dass wir doch relativ konzentriert zu einer wichtigen, zu der zentralen Thematik dieser Zeit die Sondersitzung abhalten konnten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und vor allen Dingen Gesundheit.